Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 24 von Oceanhorn. Und wir wollten eigentlich zurück ins Bötchen, machen wir auch jetzt, und wollen die Insel besuchen, wo der Korallensäbel liegt. Ich bin's wieder, Hermit. Nach der Katastrophe muss ein Schüler von Miss Merod die Welt bereist. Was? Keine Ahnung. Und die Embleme verflucht haben, um ihre Macht zu dämpfen, damit die Welt sich nicht selbst von den Giften Trilots heilen kann. Komm zu mir auf die Insel, wir müssen das letzte Emblem beschaffen. Das ist cool. Wird super schön. Emblem der Sonne. Jo, ich komm vorbei. Und ich habe wahrscheinlich die dritte, vierte oder siebte Stimme. Wer weiß das schon, aber zuerst hole ich mir eine Korallensäbel. So, wo ist das Ding? Das war nicht auf der Schere, auch nicht. Brandungsriff? Doch, das könnte sein. Brandungsriff klingt so, als ob es dort war. Echt, war es dort? Oh nee, ich weiß es doch nicht mehr. Doch, hier bei Tikare, glaube ich, war das. Was haben wir hier? Weiß kein Mensch. War ich hier überhaupt mal? Bei dieser fliegenden Insel. Ich glaube nicht, die Sandbank dort war. Konnte man noch was finden? Ich gehe mal jetzt ans Brandungsriff. Ich meine, dort war es. Brandungsriff, genau. 0% fertig. Klingt mal ganz böse. Danach, da konnten wir doch direkt nicht weiter. Haben ein paar von den komischen Bestien dort rumlaufen sehen. Was? 3 Erfahrungspunkte, echt? Cool. Warum kriege ich jetzt 3 Erfahrungspunkte? Was geht denn ab? Oder bin ich gerade völlig bescheuert? Ich weiß es nicht. Vielleicht wird das jetzt auch einfach alles gestärkt. Gib mir Erfahrungspunkte. Ne, Anna, das gab jetzt einen. Ich weiß es nicht. Irgendwas war jetzt los. Ich baller da wild durch die Gegend. Wie viel EP brauche ich eigentlich noch, um aufzusteigen? Weiß auch keiner. Also ich weiß es mal nicht. So, bam. Da wird alles geholt, was nicht nietennagelfest ist. Ja, so viele Inseln sind es auch gar nicht mehr. Noch 4 Stück oder was? Die wir noch bei. Sind es 4? Ja, noch 4 Stück, die wir noch nicht erkundet haben, beziehungsweise noch nie gesehen haben. So. Hallo Brandungsrift. Schwimmbuderich, ertränke einen Gegner, bringe ihn ins Wasser. Sammle Blutsteine aus aller Welt und was weiß ich denn alles. Ja, aber ich glaube, das war hier, oder? Hier bin ich dann nicht weitergekommen. Ja, das sieht mal ganz böse danach aus. Was ist jetzt los? Ah, okay. Könnte ich eigentlich mal hier in die Luft sprengen oder da hinten den mit dem Bogen abschießen? Freut er sich bestimmt ohne Ende. Stirb! Ja, so ist es. So, 7 Erfahrungspunkte bekommen. Da könnte ich noch ein bisschen was wegsprengen. Gut, das bringt jetzt alles nicht. Ich gehe einfach mal weiter. So, Skelettmann, komm her. So, bam. Kann ich blocken. Ist das der Wahnsinn? So, bam. Wunderschön. Was echt cool wäre, auch für zukünftige Bosskämpfe und so weiter. Ja, und hier müssen wir direkt schon rüberspringen. Das ist meine... Achso, Moment, mal kurz gucken, ob hier was steht. Aufgepasst, Abenteurer, willst du weitergehen, brauchst du die Grabenstiefel. Jo, bla, ja, das war auf jeden Fall hier. So, da wissen wir auch wieder Bescheid. So, dann kann ich auch jetzt endlich mal die ganzen Sachen da farmen und looten und machen. Und da habe ich natürlich richtig Bock drauf. Zum Beispiel sowas. Juhu, vielleicht ist er direkt da drin, der Korallensäbel. Ne, irgendein alter Stiefel. Das ist nur ein alter Stiefel, eine Münze. Alles klar, ist mir ganz egal. Ja, dann spring halt so darüber. Mir egal. So, was ist das? Wieder so ein Dicker? Nö, nur ein Skelettchen. Das aber echt mega zuhauen kann. Skelett, du tust echt weh. Und hältst echt außergewöhnlich viel aus. Nervt auch. Wie viele Erfahrungspunkte geben die? 3. Nahe bei. Jo, ich bin nahe an einem Blutstein. Da unten ist er doch schon. So, dann müssen wir natürlich hin. Dann wäre ein anderer Weg besser gewesen. Ich denke hier, jetzt müssten wir eigentlich so weit alles haben, um zumindest mal jede Situation erreichen zu können. Ob wir dann mal so einen anderen Zauber brauchen, so einen Blitzzauber, um was weiß ich, irgendeine Steckdose auszulösen, das kann natürlich mal sein. Aber ansonsten müssten wir eigentlich alles finden können. Kann ich hier reinfallen? Nein. Und jetzt haben wir direkt schon alle Blutsteine hier auf der Insel gefunden. Das finde ich natürlich schon direkt mega hammergeil. Hallo. So, bam, und haben Lebenspunkte. Juhu. Kann ich hier runterspringen? Nein, das geht nicht. Okay. Ich kann aber sicherlich da unten einfach hinschwimmen. Und da hinten war auch irgendwie eine Situation, wo ich hochlaufen konnte, also irgendeine Treppe oder sowas. Ich merke mir es mal so vor, falls ich nicht hier oben rechts jetzt dorthin komme, wo ich hin will. So, bam. Oh, das ging schnell. Ist unsere Angriffskraft stärker geworden? Nee, oder? Komm, mach was. Gott, ist das so schlecht. So, jetzt wird es wohl hier auch ein Rätsel geben. Da oben ist noch irgendein Hinweis, den wir lesen können. Keine Ahnung. Mit letzter Kraft konstruierte ich Prüfungen für all jene, die Anspruch auf den Korallensäbel hebeln. Nur der rechtschaffene Krieger kann die legendäre Waffe in Besitz nehmen. Thorn der Mutige.
Ja, mit letzter Kraft hat er das gemacht. Dann wissen wir Bescheid. Geh ich mal rüber und hol mal das Ding gerade. Wird wohl so einfach nicht gehen. Das hier kann ich wohl wegsprengen. Hoffe ich doch mal. Nutze Bomben, um 10-mal Mauern einzureißen. Juhu, 75 Erfahrungspunkte. Sehr geil. So, das war natürlich nicht alles hier. Bombenarchäologe sind wir jetzt auch noch geworden. Oh, da unten ist der Korallensäbel. Sieht ja mal geil aus. Will ich haben. Die Frage ist nur, wie kriege ich das Ding? So, was ist das jetzt hier? Kein Mensch weiß, was mit den Prüfungen hier auf sich hat. Dass wir hier überhaupt weiterkommen, oder was? Müssen wir irgendwas erledigen? Wahrscheinlich da hinten. Kann ich jetzt einfach hier runterjumpen? Wohl nicht. Ich will den Korallensäbel. So, hier kann ich runterjumpen. Da hinten ist irgendwas mit einem Rätsel. Kann ich das einfach wegsprengen? Das wäre fast zu einfach. So, das sieht doch mal ganz gut aus. Dann könnte ich nämlich darüber springen wahrscheinlich. Nehme ich mal so an. Die Dinger fetzen. Nee. Ich könnte es aber einfach wieder sprengen. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen, ist ja egal. Boom. So, und habe dann nichts erreicht. Juhu. Hä? Was war das jetzt? Soll das ein Signal tun? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Und jetzt sind die Dinger wieder da. Oh oh. Was muss ich denn schaffen? Sie tragen die gleiche Rüstung und und teilen die gleichen Schwüre, aber in dieser grausamen Stunde sind sie zum Duell gezwungen. Aha. Da oben ist so eine Raute eingezeichnet. Gut, bei dem da unten. Keine Ahnung. Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich ganz und gar nicht. Was hat das mit dem Skelett da, mit diesem Typ da oben zu tun? Ah, vielleicht auch muss ich. Ja. Habe ich nochmal super hinbekommen. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich gehe jetzt mal dahin. Dann muss man da echt megamäßig nachdenken, was da alles so ab. Oh, Masterschlüssel. Um diese Tür zu öffnen, brauchst du einen Generalschlüssel. Ja, freut mich. Mit dem sind wir irgendwie noch weit weg. Bin ich hier überhaupt richtig? Gut, hier kriegt man jetzt überhaupt gar keine Anleitung, was da linear ist und was nicht. Gut, was denn, wenn ich jetzt einfach so rüberspringe? Das geht gar nicht. Also war Sprengen vielleicht schon der richtige Ansatz? Das ist nur die Frage, ob das generell so irgendwie richtig ist. So, ich könnte die Dinger ja runterschieben und habe dann gar keinen Vorteil. Ich versuche es jetzt mal so. Ich spreng mich mal jetzt hier mitten in die Luft. Boom, hat's gemacht. Genau deshalb. Naja, so, die kann ich ja auch nicht schieben. Was soll dieses doofe Signal da immer? Sie tragen die gleiche Rüstung und teilen die gleichen Schwüre. So, vielleicht wegen diesem Moment. Aber in dieser grausamen Stunde sind sie zum Duell gezwungen. Es sind ja so drei eingezeichnet, so auf der Stirn da. Vielleicht hat es damit irgendwas zu tun. Tja, wie soll ich das hinbekommen? Kann ich die irgendwie vielleicht, achso, mit einem Zauber vielleicht da so wegholen? Süß. Oh, das geht tatsächlich. Dann mache ich das jetzt mal. Jetzt habe ich aber nicht mehr genug Mana. Ja. Komm, gib mir Mana, Skelett. Ich brauche Mana. Ob das der richtige Ansatz ist, ich glaube es irgendwie nicht. Aber man kann es ja mal probieren. So, super schön. Yo, ist ja gut jetzt mit deinem komischen Gebimmel da. Sag mal, man muss Feuer dorthin. Passiert jetzt was? Wäre ja irgendwie zu schön gewesen. Ich verstehe es nicht. Versteht ihr das? Ich verstehe hier gar nichts. Ich bin wahrscheinlich zu doof für den Korallensäbel. Oder ich bin zu früh dort an. Was heißt zu früh dort an? Das kann ja im Leben nicht sein. Ach stimmt, ich könnte ja hier oben noch rüber. Oh Mann, bin ich schäl. So, und jetzt?
kann ich das hier runterschieben? Bringt mir gar nichts. Brauche ich das da hinten irgendwie nochmal? Ich kann es ja da nicht zurückschieben. Ah doch, ich könnte es so zurückschieben, okay. Wo macht es dann wirklich Sinn? Hier hin. Mache ich jetzt mal, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Ah. Doch, nee. Nein. Oh Mann, ich bin so dämlich. Na, so geht's natürlich nicht. Die Frage ist, ist das Teil davon auch betroffen? Ja, das wird wieder zurückgesetzt. Oh, leck mich fett. Ich hab null Plan. Muss ich das vielleicht einfach nur da hinschieben? Kann jetzt alles sein, ne? Wenn man da jetzt nichts richtig Konkretes rauslesen kann, was ich definitiv nicht kann. Ich spreng das jetzt mal komplett da weg. So, weggesprengt. So, komm her, Skelett. Du musst jetzt meine Wut aushalten, weil ich hier nicht weiterkomme, weil ich so doof bin. Oh Gott. So, ist mein Ansatz überhaupt richtig, das dort runter zu schieben wieder? Also es nicht in die andere Richtung zu schieben. Ist der Ansatz überhaupt richtig? Kein Mensch weiß es. So. Bam. So, und jetzt da zurück. Das ist nicht wahr. Oh, Moment, ich habe noch eine Mini-Chance. Konso. Depp. Was soll das Gebimmel da immer? Bin ich so doof, um das zu analysieren, oder was? Wahrscheinlich. Oh, ist das nervig. Geh mal hier runter, genau. Und schieben es jetzt da runter. Um dann nichts festzustellen. Ach, kann ich das Ding vielleicht verschieben, oder was? Das könnte natürlich... Ach so, dann muss ich sie hier hinten dran schieben. Deswegen Duell. Ach, ich glaube, ich hab's gerafft. Ja, ich glaube, ich hab's echt... kann das sein, dass ich's gerafft habe? Ich denke mal, irgendwie. Moment, ich lese es nochmal. Sie tragen die gleiche Rüstung und teilen die gleichen Schwüre, aber in diesem grausamen Stunde sind sie zum Duell gezwungen. So, das Ding lässt sich ja... Ah, es bewegt sich aber auch, wenn ich so dagegen kloppe. Ich hoffe, es lässt sich bewegen, das Ding da hinten. Das wäre jetzt so mein Ansatzpunkt, dass ich die zwei Rüstungen da nebeneinander stellen muss. Keine Ahnung, ob der so richtig ist. Oder ob ich nochmal völligen Blödsinn rede und ob ich es mit dem... mit der Kiste da irgendwie anders machen könnte noch. Ich glaube, der Ansatz hier ist richtig. Kann ich da was verschieben? Kann ich. Okay, das ist schon mal gut. Das ist gut zu wissen. Ist nur die Frage, wie kann ich gleich hier weiterschieben? Nein, das auch nicht. Da, weil ich da runterfallen könnte, wie kann ich es gleich weiterschieben? Oh, meine Nerven, ey. Das ist echt gar nicht so leicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, bam. Juhu, Erfahrungspunkte und Herzen und jo, alles ist cool. Und ich bin völlig genervt. So, Fakt ist, ich kann das Ding eigentlich nur... Genau, jetzt hier runter... Moment, nee, Quatsch, das stimmt doch gar nicht, was ich da rede. Ja, ich kann es aber gleich nicht weiterschieben. Wie soll ich es denn gleich weiterschieben? Ach so, ich muss... ich muss manche Holzkisten doch stehen lassen. Ich muss die Holzkisten stehen lassen, oder? Würde ich sagen, die müssen stehen bleiben. Ach, ich muss es mal testen. Weil wenn ich es jetzt ja eine Stufe weiter schiebe... Genau, ich glaube, ich weiß, wie es gehen könnte. Ich muss die Holzkisten stehen lassen bis kurz vor Schluss, weil dann kann ich sie erst wegsprengen, weil das ergibt dann erst Sinn. So, auf die Tour. Oh. Jo. Ihr seht gleich, warum, wieso, weshalb, wie da so meine Theorie ist. Weil ich muss ja dafür sorgen, dass, dass ich erstmal Bomben wiederbekomme. Komm, nicht nerven. Ja, da waren wir schon überall. Oh, jetzt habe ich keine Bomben. Naja, komm, ich kann es ja mal so testen. So, ich muss ja dafür sorgen, dass ich, ja, soweit war das ja richtig,
dass ich die Statue darüber bekomme. Kriege ich die so rüber? Ja, gut, das wird hinhauen. So, und wenn ich jetzt die Kiste da so rüber schiebe, stürzt sie ja gleich ein. Ist ja die, genau, jetzt fällt sie da runter. Jetzt ist nur die Frage, ist das mit der Statue auch so? Jo, jetzt kann ich es aber nicht weiterschieben. Jetzt fehlt meine Bombe. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Also, oder Feuer. Oh, jo, oder alles. Oh, gut, aber ich glaube, wir haben es gleich. Jo, und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich krieg die Riese. Hilfe, lieber Gott. Och Mann, nee, lass mich doch nicht so dumm da verrecken immer jedes Mal. Und oh nee, okay, machen wir da hoch. So, ich brauche eigentlich nur Bomben. Und stirb und so. Da versäuft er ab. Gibt es einen Erfahrungspunkt-Dings da? Also Erfolg. Oh, oh, oh. Ach stimmt, hab ich gar nicht so berücksichtigt. Kannst locker bleiben, Kollege. Och. Ach. So, bam. Wir sind doch ein Pfeil, Bogenschützen, Mann und so weiter. Bomben. Aha. Was kann man hier noch Schönes machen? Nix. Aber ich glaube, wir sind ein kleines Stück vorangekommen. Ich glaube echt, dass das jetzt gewesen sein könnte. Jetzt muss ich nur die Bomben da auslösen. Glaube ich zumindest mal. Oder Feuer, wie auch immer. Jawohl, Repost und so. Bomben wäre geil. Ja, Mana ist auch cool. So, gehen wir mal hier oben entlang. So, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal machen? Achso, dass ich schieben kann. Jo, alles klar. Also verbrennen wir mal lieber sicherheitshalber ein so Ding da. Bevor ich jetzt irgendwas zu viel wegsprenge oder was auch immer. Jetzt sagt man nicht, das ist falsch. Achso, muss ich sie vielleicht einfach nur nebeneinander schieben. Das kann auch sein. Weil es soll ja ein Duell sein. Es soll ja ein Duell sein. Oh, nicht schon wieder. Achso, dann müsste ich hier schon wieder was wegsprengen. Oh, meine Herren, hallo. Hat er das Ding jetzt abgefackelt oder nicht? Weiß jetzt keiner. Ja, vielleicht sollen die gar nicht Rücken an Rücken stehen, sondern voreinander, weil es soll ja wie gesagt ein Duell sein. Hat natürlich nichts abgefackelt. Das ist echt zum Kotzen, ey. Lalala. Oh, kann man sich das da noch geben? Ich weiß es nicht. Macht's bitte. So. Und wegsprengen. So, also doch alle wegsprengen. War doch der richtige Ansatz. So, schieben. Aha. Ey, Gott sei Dank. Da haben wir wenigstens das hier geschafft. Das erste Rätsel ist hier gelöst. Sehr schön. Und ja, da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Bin ich mal gespannt, was für Rätsel es jetzt noch weiter hier auf uns zukommen. Ich freue mich tierisch drauf und sage bis dann, habt einen schönen Tag, haut rein. Ciao.